Im Eingangsraum der Ausstellung ist eine Fotografie gezeigt, die die Grundlage der gezeigten Arbeiten darstellt. Ein Foto von Kim Jong-un und Trump bei einem Treffen. Dieses Foto ist ganz bewusst verschwommen gezeigt, da es mir nicht um den konkreten Anlass geht, sondern um die dahinterliegenden Mechanismen. Auf diesem Foto sieht man, die beiden sitzen auf Stühlen. Dazwischen steht ein Tisch und dahinter ist so ein ornamentales Gitter aufgestellt. Und Wolfgang Wirth nimmt ein Detail aus diesem Gitter und verwendet es als Basis für diese Gemälde hier. Im dritten Raum der Ausstellung sieht man an der Wand eine Kartonschablone von der Grundform, die auf den Gemälden verwendet wird, in verkleinerter Form, als Hinweis darauf, wie meine Arbeitsweise funktioniert, dass eben dieses Element als Schablone übertragen wird auf die Leinwand und mit Leichtigkeit gedreht und gespiegelt werden kann und somit die Konstruktion der Bilder ermöglicht. In den Gemälden scheinen drei Formen übereinander zu liegen. Man könnte meinen, zuunterst liegt eine blaue, darüber eine rote und ganz zuoberst eine weiße Form. In Wirklichkeit ist es so, dass die weiße Form nichts anderes ist als die Grundierung der Leinwand und alle anderen sind natürlich darüber gemalt. Das heißt, das, was oben ist, erscheint, als wäre es zuunterst und umgekehrt. Die Farbverläufe im Hintergrund sind inspiriert von digitalen Farbräumen. Die roten und blauen Farben dagegen beziehen sich wiederum auf die Originalfotos, denn die Fahnen, die im Hintergrund dieser Fotos zu sehen sind, sind in diesen beiden Farben gehalten. An medialen Bildern, die Repräsentation von Macht zeigen, interessiert mich im Wesentlichen nicht das Vordergründige, sondern eigentlich wortwörtlich das Hintergründige, nämlich der Hintergrund, die ästhetische Grundlage, auf der bzw. Der ästhetische Hintergrund, vor dem diese Repräsentation inszeniert wird. Das Interessante dabei für mich ist, etwas in den Vordergrund zu holen, was augenscheinlich nur eine nebensächliche Rolle spielt. Oft handelt es sich bei diesen Hintergründen um ornamentale, musterhafte Flächen, die in gewisser Weise nachgeordnet sind dem, was vor ihnen inszeniert wird, nämlich die Politiker, die sich zur Schau stellen. Es gibt ein Zitat des Linguisten Jan Niklas Howe, der sich beschäftigt hat mit dem Ornament in Zusammenhang mit politischer Inszenierung. Und er schreibt, dass das Ornament sehr häufig instrumentalisiert wird, um bestehende Gesellschaftsordnungen zu affirmieren. Und das Ornament eignet sich für diese Affirmation besonders gut, und zwar nicht deswegen, weil es Ausdruck von etwas ist, sondern weil es Ausdruck von nichts ist und daher als Projektionsfläche dienen kann. Die Herausforderung bei der Installation war, die Elemente so zu konzipieren, dass sie allgemeingültig sind und nicht spezifisch. Das war mir sehr wichtig, um diesen Charakter des Exemplarischen zu erhalten.